Hallo, ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einem neuen Haul-Video. Ja, richtig. Ich war heute mal wieder shoppen in einer größeren Stadt und darf euch mal zeigen, was ich Tolles gefunden habe. Eigentlich sind es zwei Läden, die ich euch gern zeigen möchte, beziehungsweise was ich da geshoppt, gekauft habe. Einmal der ein Euro oder Euro-Shop. Inzwischen haben die mal ihre 1,10 € Preise. Finde ich aber auch noch okay. Und ich war noch im Brochure Brigitte drinnen. Das zeige ich euch auch. Es geht schon gleich los mit dem Euroshop. Einmal habe ich hier diese schöne Schachtel gefunden. Für 1,10 € mit diesen schönen Schmetterlingen in diesen Rosé und Gold. Und einmal sind da auch noch so Libellen drauf. Schöne Schachtel. Also sowas mag ich immer. Das sind Geschenkboxen. Die kann ich immer wunderbar gebrauchen. Zum Verschenken oder ja, um was reinzumachen, was Kleines. Genau. Die ist mitgekommen. Dann hier einmal eine, die mit so einem schönen Geschenkband noch verziert ist am Deckel. Die machen wir jetzt auch mal gleich auf. Also die ist auch mit so einem etwas rauerem Papier bespannt und diese schöne Schleife. So sieht es von innen aus. Und da habe ich noch was Süßes gefunden, zeige ich euch gleich. Also hier unten auch. Das ist jetzt so ein Creme-Weiß-Ton und das ist so ein bisschen gräulicher. Sehr, sehr schön, fand ich. Gut, die Größen haben für mich gepasst. Größer wollte ich die Box nicht haben. Hier einmal so coole Socken. Auch für 1,10 € logischerweise. Gibt es in verschiedenen Größen und auch in verschiedenen Ausstattungen. Also ich habe auch welche so ein bisschen mit Donut, aber mir hat dieses Donut-Motiv nicht so ganz gefallen. Guckt, wenn ihr mögt, einfach mal in so einen Euro-Shop rein. Meistens findet man irgendwas Nettes, was man echt brauchen kann. Dann habe ich diese schönen Aufbewahrungsboxen gefunden. Diese Art, früher hat man auch gesagt, Filmdöschen, finde ich aber gut. Hierin sieht man wenigstens, ich weiß nicht, wer kennt von euch noch die Filme, die man hat in der Kamera entwickeln lassen, mit diesen schwarzen Fotodöschen, die dann übrig waren. Man hat aber nie gesehen, was drin ist. Ich komme ja noch aus der Zeit, wo man diese kleinen Perlen, Rockhalsperlen reingemacht hat. Dann hat man wirklich da oben drauf auf diese schwarze Filmdose eine Perle mit einem Tesafilm befestigt, um zu sehen, welche Farbe im Döschen ist. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Finde ich hier viel besser. Ihr seht sofort, was drinnen ist. Flüssigkeiten könnten auch rein. 6 Stück sind im Set enthalten. 1,10 € ist der Preis pro Packung. Ich habe jetzt eben mal 18 Stück geshoppt, weil ich überlegt habe, oh, vielleicht für Diamond Painting oder was macht man denn noch so? Ja, für so kleine Krimskrams oder ich habe ja auch diese Deko-Steinchen, was auch immer. Also es passen echt gut da rein. Ja. Schwupp. Dann habe ich zum Thema Ordnungsbox noch so eine große Ordnungsbox geshoppt. Fand ich cool. Wäre auch was für Strickleute. Nadeln, vielleicht so, falls man auch was vernähen möchte, so ein dünnes Garn. Die Stricknadeln, ich weiß jetzt allerdings, ich hätte eine hierher tun sollen, ob es reinpasst. Es gibt ja auch kleinere Stricknadeln oder Häkelnadeln, die passen bestimmt da rein. Ja, es sind eben diese 1, 2, 3, 5, 6, 7 Fächer. So eine Box kann man immer gut brauchen, durchsichtig, seht ihr auch schön, was drinnen ist. Ich werde sie wieder fürs Painten nehmen, könnt mir auch vorstellen, ihr könntet Kosmetikartikel reinmachen. Oder ja, auch vielleicht interessant zum Geld sortieren, wenn man jetzt mit Kindern zum Beispiel so Geldrechensachen übt, dass man denen beibringt, da seine Centstückchen einzusortieren. Auch für sowas. Genau. Also das ist auch richtig stabil, richtig fest. Sehr, sehr schön. Ich muss sagen, bei dem Euroshop, die Qualität ist echt bei solchen Sachen immer tippitoppi. Guckt einfach, was euch dazu sagt. Ich habe noch mehr gekauft. Das war noch nicht alles. Cool fand ich auch dieses wunderschöne Geschenkpapier.
4 Meter mal 70 Zentimeter mit diesem Pferdchen drauf und Cowgirl und ja, alles, was so mit dem Thema Reiten und Pferdchen zu tun hat. Ich finde immer sowas ganz nett, wenn man mal ein Geschenk braucht oder irgendwas mit verschönern möchte. Manchmal bastle ich auch mit Geschenkpapier. Je nachdem fand ich für 1,10 Euro in Ordnung den Preis, musste ich mitnehmen. Ach, Mama, was habe ich denn noch in diese Richtung, dass das auch ein bisschen zum Thema passt? Ja, Washi-Tape darf nie in einem Haushalt fehlen. Hat mir gut gefallen mit diesen Äugchen oder Kirschen oder dem Karo, Pink, Weiß. Auch sehr schön. 3 Rollen. Ja, also um was zu verschönern, gestalten oder mit Geschenke zu verpacken. Ja, Washi-Tape. Painting nehmen es auch gern die Leute, um außenrum, um den Bild, diesen Rand, wenn der so klebt, dass nicht so die Fussel dort bleiben oder dass man immer so pappen bleibt. Ist eigentlich eine gute Sache. Dann habe ich ja diese 3 Wollknäuel gekauft. Die Farbe fand ich sehr schön. Das ist so ein Magenta-Ton. Ich habe die Wolle angelangt und dachte mir, für 1,10 Euro der Knäuel ist günstig. 130 Meter, 50 Gramm. Nadelstärke 3,0 bis 3,5. Ihr habt ja auch immer den Farbcode drauf. Genau. Also die fand ich richtig, richtig gut, wenn man die so anlangt. Die fühlt sich nicht so plastikmäßig an. Nicht so. Ihr habt nicht das Gefühl, das ist so acrylmäßig. Also es ist echt, ja, steht auch Ökotex drauf, Standard. Also richtig, richtig gut. Die 3 Knäuel für 3,30 Euro. Ich glaube, da macht man nichts falsch. Ich mache manchmal auch diese Mulhubi-Tierchen. Habe ich schon gehäkelt. Oder auch mal so ein Stirnband. Aber wahrscheinlich gebe ich die jemanden weiter, der was für mich einfach strickt. Aber mir haben die Farben gut gefallen. Ja. Genau. Also die haben davon auch zig verschiedene Farben. Das sind jetzt so meine Farben, die mir eben gefallen. Was passt noch zum Thema? Ja, einmal habe ich so einen süßen Block. Muli, ich kannte die noch gar nicht. Ich fand die einfach süß. Die werde ich verschenken. Das sind so kleine Monsterchen, glaube ich. Gell? Mit so Zöpfchen. Sieht ja süß aus. Und dieser Block hier oben, das, ihr habt jetzt kein Geruchs... Fernsehen, keine Ahnung. Geruchscamp. Es riecht nach Vanille. Also ich finde, es riecht so nach Marshmallow-Vanille. Sehr angenehmer Duft und so, ach, so Regenbogenfarben mit Herzen. Also ich hätte mich als Kind gefreut, das so als, ja, um mir was aufzuschreiben oder vielleicht mit zu basteln oder als Briefpapier zu benutzen. Das musste ich mitnehmen, für den Preis unschlagbar. Ich weiß, die Diddle-Blöcke, ich komme noch aus der Diddle-Zeit, wer das vielleicht von euch auch kennt, die waren immer wahnsinnig teuer, als 1,10 Euro echt okay. Dann gibt es noch, ach ja, der heißt scheinbar Lula, Lola. Also das ist noch so ein anderes Monsterchen, so eine Fee mit einem Zauberstab. Finde ich auch sehr süß. Ups, jetzt bin ich wieder hängen geblieben. Ja, Lola und Coco. Da oben ist Lola eingeschlafen. Jetzt gucken wir mal, nach was riecht das. Entschuldigung, ich habe es gerade nicht so riechen können. Ja, das ist ähnlicher Geruch. Also riechen alle gleich. Finde ich. Sehr, sehr schön. Vielleicht seht ihr das so besser. Da unten, den Lola und Coco. Coco ist so ein Häschen. Also ist ein schönes Geschenk für Kinder bestimmt. Mir gefallen sie selber auch sehr gut. Ihr wisst ja, rosa, pink, grün, türkis, supi. Mit mussten auch diese tollen Haargummis. Das sind wirklich 30 Haargummis, 1,10 Euro in Blau, in Rosa und in Ekru-Farben, also so ein Weiß-Beige, Ekru nennt man das. Das ist Marine übrigens, genau, die fand ich gut. Wie stabil die letztendlich sind, weiß ich nicht, aber 1,10 Euro, 30 Haargummis, da macht man nichts falsch, ehrlich nicht. Die durften auch mit. Haargummis kann ich immer brauchen. Einmal für die Haare und einmal, ihr könnt damit auch Sachen befestigen, finde ich. Also wunderbar.
Dann habe ich so was ganz Süßes geshoppt, so einen kleinen Buddha, wie auch immer, Mönch, also so was chinesisch-japanisches, so eine Steinfigur, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich finde, die strahlt so viel Ruhe aus, fand ich einfach süß. Ja, ist auch ordentlich vom Gewicht her. Und ist wirklich gut verarbeitet. Also ihr habt hier nichts Kantiges und die Proportionen stimmen. Für 1,10 Euro, ne? Ist echt gut. Ja, das ist so süß. Vielleicht stelle ich mir das sogar beim Painten hin. Eigentlich wollte ich es vielleicht verschenken, aber den behalte ich. Dann habe ich so eine Luftpumpe, eine Fahrradluftpumpe. Ich kann die immer brauchen. Oh, die ist da allerdings bei mir heute schon gerissen, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Ja, dachte ich, kann man immer brauchen, um so Lufttiere aufzupumpen oder mal, wenn das Fahrrad wirklich ein bisschen Luft fehlt, dann ist es mit Sicherheit gut. 27 cm ist eine kleine handliche Luftpumpe. Habe ich gedacht, probiere ich mal aus, ne? Vielleicht, wenn ich die dann mal ausprobiert habe, kann ich euch auch mal gern so ein Review-Video von dieser Luftpumpe einstellen, wenn ihr mögt oder Lust dazu habt. Ja, ich habe noch was Schönes. Es darf ja beim Painter nie was fehlen. Und zwar, das sind die schönen Bilderrahmen. Und der gefiel mir einfach gut. Der ist so Holz, Silber, Metallic. Also richtig gute Qualität. 1,10 Euro. Ich sage euch immer die Preise dazu, aber es ist echt so. Und die DIN-A4 Größe fand ich jetzt richtig praktisch, wenn man mal so kleinere Bilder hat, ne? Oder so, man kann auch da ein Passepartout rausmachen. Das ist echt lustig, dass es wie so ein Diplom ist. Das war ja mal ein Gag, ne? Hängt euch das mal so auf. Ich möchte gar nicht wissen, wie viele Leute fragen, ob das wirklich echt ist. Ohne Quatsch. Ich meine, wenn 20 Leute das hängen haben, spannt es vielleicht auch jemand, aber ich möchte nicht wissen, wie viele Leute da wirklich drauf gucken, was das für ein Diplom ist. Nein, Spaß beiseite. Dieses benutze ich zum Painten. Da kommt ein fertig gepaintetes kleines Bildchen rein, wo dann einfach schön an der Wand hängt. Halswirbelsäule ein bisschen blockiert. Genau, jetzt geht es wieder weiter. Im Euroshop habe ich noch was Schönes gefunden und zwar so ein Mama-Schild. Ich wollte es eigentlich ganz ehrlich ja selber aus Holz machen, weil ich das neulich schon mal wo gesehen habe und mir hat es so gut gefallen. Aber ich dachte, für 1,10 Euro nimmst du das halt fertig mit und ist so ein nettes Geschenk. Kann man aufhängen, ne? Hat hier so dieses und hinten ist es so, ja, also mir hat es richtig gut gefallen, weil das sagt halt auch, was eine Mama alles für einen ist, ne? Mama, du bist immer für mich da, sie stehst einfach hinter mir, du lachst mit mir, du und hörst mit mir halt immer zu, fängst mich auf, wenn ich falle, auch gerade bei so kleinen Kindern, ne? Wenn man da oder trocknest meine Tränen. Teilst alle Erfolge mit mir. Du hast mich einfach zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin. Also manchmal muss man auch Danke sagen. Ich glaube, ja, einfach, dass man weiß, allein die Karriere, die man vielleicht dadurch hat oder auch Werte, die man vom Elternhaus mitgegeben bekommt, einfach schön. Danke, dass du da bist. Sowas könnte ich mir auch mit Freundin oder mit Papa vorstellen oder mit Omi, Opi oder Tochter auch, ne? Also ich könnte mir das auch gut vorstellen. Ja, egal wie. Also das kann man auch selber, aber ich habe heute gedacht, und das nimmst du mit, das Schild. Ist einfach eine nette Geste. Genau. Also das ist tatsächlich meine Mama. das war jetzt das Euro-Shop-Haul. Und dann war ich noch im Brüschu Birgit, weil wir waren irgendwie unterwegs und haben noch so Sachen gesucht. Als kleines Geschenk für jemanden und haben uns echt durch diese Stadt, wo wir waren, wir haben einfach nicht das gefunden, was da drin ist. Und heute war ich zufällig nochmal dort und entdecke da in Imbroschow geht für 1,50 Euro pro Stück, muss man einfach dazu sagen, diese wunderschönen Edelsteine. Also guckt euch die mal an. Das ist einmal so ein lilaner Edelstein. Ich finde es allerdings doof, dass da so ein Kleber drauf ist, aber gut, die müssen ja alles mit. Fürchterlich, ne? Alles mit diesen EAN-Codes bestücken. Egal, ich mache das irgendwie vorsichtig weg. Ich will den Stein jetzt nicht verletzen. Der ist nämlich sehr, sehr weich.
Und ihr seht hier, ich und meine Kamera immer. Der ist so schön lila und hat hier dieses so dunklere Schattierung, ein bisschen braun. Hat mir echt gut gefallen, die Farbe. Wird aber allerdings verschenkt. Nicht für mich, leider. Ja, dann noch dieser Bernstein. Die sind so schön. Und da sind auch so Sachen drin. Ich fand es voll cool, weil ich guck mal, ob es die Kamera schön einfängt. Weil da halt echt mal Sachen drin sind. So. Oh, was ist denn das? So Blüten sind es. Also es sind keine Tierchen und Käferchen, es sind Blütchen. Finden auch richtig, richtig cool. Der ist schön. Diese Farben, dieses braune und helle, wunderschön. Ja, ihr Lieben, das war mein Haul von den zwei Shops. Wollte ich euch unbedingt zeigen, was ich gekauft habe, um wieder für euch ein tolles Video einzustellen. Ich wünsche euch was. Ihr macht's gut. Habt einen schönen Tag, Nachmittag oder Abend. Bis zum nächsten Video. Tschüss.